Feuerwehr Radeberg wurde heute am Dienstag zu einem Brandeinsatz in einem Entsorgungsbetrieb in Radeberg gerufen. Aus noch zu ermittelnden Ursachen gab es hier einen Brandausbruch. Schon auf der Anfahrt konnte man eine schwarze Rauchsäule sehen, deshalb erfolgte die Branderhöhung auf Brand 3, womit andere Kräfte aus den umliegenden Gemeinden hergerufen wurden. So unterstützt uns die Feuerwehr Arnsdorf. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Hubschrauber hat aus der Luft uns unterstützt bei der Brandbekämpfung. Über die Drehleiter und über mehrere Rohre wurde Wasser abgegeben, darunter auch Netzmittel, also Staumittel, in einer geringen Zumischung, um den Brand schnellstmöglich niedrig zu halten. Die Feuerwehr Radeberg war mit insgesamt 66 Mann im Einsatz.